Ich bin eine erbärmliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, die keuchend und schwitzend durch meine Korridore rennt. Perfekte unsterbliche Maschine herausfordern. Im Jahre 2072 wurde eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz namens Shodan verrückt. In ihrer zügellosen Fantasie sah Shodan sich als eine Göttin, die die Erde erobern würde. Dieses Bild wurde von dem Hacker zerstört, der sie geschaffen hatte. Am 3. Februar ist es soweit. Die Von Braun, das erste überlichtschnelle Raumschiff der Geschichte, startet zu ihrem Jungfernflug. Diese unglaubliche Reise ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem UNN-Protektorat und den wissenschaftlichen Genies der wiedergegründeten Firma Tri-Optimum. Stellen Sie sich vor, in wenigen Wochen zu einem anderen Sonnensystem reisen zu können. Bei Tri-Optimum erfinden wir die Zukunft. Die Von Braun besitzt über 1,8 Milliarden flugtechnische, wissenschaftliche und sicherheitsrelevante Systeme, die fast alle von Tri-Optimum und seinen Tochterfirmen entwickelt wurden. Während des Raumflugs sorgt die UNN Rickenbacker für die Sicherheit der Von Braun. Ihr Kapitän ist der berühmte Captain William Bedford Diego, der Held der Schlacht am Hafen von Boston während der Unruhen an der Ostküste. Diese unglaubliche Allianz von Regierung und Konzern wird durch eine Reihe komplexer Andockmechanismen ermöglicht, die es der Rickenbacker erlauben, mit in den Hyperraum zu springen. Elegant, schnell, revolutionär. Wer weiß, welche Wunder die Besatzung in den Tiefen des Alls entdecken wird. Es ist ein großer Tag für die Menschheit. Hallihallo und Hallöchen und willkommen zum allerersten Retro-Let's Play hier auf Bread2K. Ja, ich habe mir eine ganz besondere Perle der Spielegeschichte rausgepickt, dass ich mit dieser Premiere dieses quasi Retro-Let's Plays starten möchte. Und zwar handelt es sich um System Shock 2. Das wurde damals entwickelt von Looking Glass und Irrational Games. Heute sind sie bekannt für Titel wie zum Beispiel Bioshock oder eben auch die Thief-Reihe. Und gerade Bioshock ist ja der geistige Nachfolger von eben System Shock und viele Fans hoffen ja immer noch auf einen Original-Nachfolger, also quasi ein System Shock 3. Ob es dazu kommen wird, das wissen wir nicht. Das ist uns auch egal. Wir spielen jetzt, wie gesagt, das Original System Shock 2 und ich muss persönlich dazu sagen, ich habe das Spiel während meiner Gamer-Karriere, also in den letzten, sag ich mal, 15 Jahren schon zwei, dreimal durchgespielt. Und bin immer wieder begeistert gewesen, auch wenn die Optik schon leicht angekratzt ist und so weiter, aber einfach die Story und die Atmosphäre und das Gameplay, das passt halt auch heute noch. Ja, und ich möchte euch das Spiel nicht vorenthalten, ich will es euch zeigen, weil der ein oder andere, ja, mag solche Art Spiele ja nicht mehr. Und gerade der jüngeren Generation möchte ich mal zeigen, welche grandiosen Spiele wir damals hatten. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann könnt ihr das auf Steam kaufen. Kostet, glaube ich, ungefähr 10 Euro. Ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. So, gerade im Intro haben wir mitbekommen, irgendwas von Raumschiffen und so. Wir befinden uns jetzt aber 4 Jahre zuvor quasi auf einem Planeten und müssen jetzt erstmal unsere Ausbildung machen, damit wir dann später auf die Van Braun, das allererste Überlicht-Hyperraumschiff, quasi gehen können. Willkommen zur UNN-Rekrutierungsstation Ramsey Center. Bitte Vorsicht beim Aussteigen aus dem Zug. Die Antigravschächte am Ende der Halle bringen Sie zu den Trainings- und Rekrutierungszentren auf Straßenebene. Bitte gehen Sie zu den Antigravschächten. Ja, das machen wir gleich, liebe Stimme aus dem Nichts. Hier stehen zwei... The fuck?
Was? Hallo? Ich glaube, der müsste mal wieder schlafen gehen, so wie der aussieht. Sieht etwas überarbeitet aus. Und hier liegt auch Müll. Ah, wieso liegt hier Müll, Menschenskinder? Na gut, dann gehen wir da mal hin. Gehen Sie in den Antigravschacht, um zum Rekrutierungszentrum auf der Staatsebene zu kommen. Cool. Unglaublich. Ah ja, auch in der Zukunft gibt es chinesisches Essen. Happy Noodle! Awesome. Ich will Nudeln. Gibt's hier Nudeln? Kann ich hier reingehen? Ich will Nudeln. Schade. Die haben sich da eingesperrt und stehen. Ja, hier, hier. Was wollen Sie denn gern? Oh, ich hätte gern eine Tüte nichts. Ja, hübsche Fahrzeuge haben wir auch in der Zukunft. Finde ich jetzt ganz toll. Na gut, wir wollen nicht meckern. Für damalige Verhältnisse war das halt der absolute Oberburner. So, UNN. Mal schauen, was es hier gibt. Bevor Sie Ihre Karriere wählen, sollten Sie einige grundlegende Fähigkeiten erwerben. Gehen Sie zum Grundausbildungszentrum. Wenn Sie die Grundausbildung abgeschlossen haben, können Sie zum Trainingsbereich für Fortgeschrittene gehen. Gut, wir haben also Gravi-Aufzüge, wir haben Raumschiffe mit Hyperraumantrieb, wir haben Roboter, die rumhampeln wie Roboter. In den 2000ern. Okay, gut. So, was meint der gerade? Grundausbildung. Holodeck. Um die Grundkenntnisse zu erwerben, die Sie im Dienst brauchen, müssen Sie diesen Cyber-Terminal verwenden. Dort lernen Sie alles, was Sie zu Beginn brauchen. Okay. Und wie mache ich das? Willkommen, Rekrut. Solange Sie die virtuellen Trainingskurse durcharbeiten, erhalten Sie ein simuliertes Cyber-Interface. Dies ist mit einem echten Militärinterface identisch. Versuchen Sie es also. Bewegen Sie die Maus. Sehen Sie, wie das Ihre Sichtrichtung verändert? Das bedeutet, dass Sie sich im Schussmodus befinden. Drücken Sie die Tabulator-Taste. Nun sind Sie im Anwendemodus, wo Sie mit Hilfe der Maus die Weltobjekte manipulieren können. Öffnen Sie Ihr primäres MFD, Multifunktionsdisplay, indem Sie am unteren Bildschirmrand auf die MFD-Taste klicken. Diese Anzeige stellt Ihre Stärken in verschiedenen Bereichen dar. Wenn Sie weitermachen wollen, klicken Sie auf die Tabulator-Taste, um zum Schussmodus zurückzukehren. Wechseln Sie zwischen den Modi hin und her, bis Sie das beherrschen. Folgen Sie den roten Markierungen am Boden bis zur nächsten Trainingsstation. Ja, labern tut er ziemlich viel, unser lieber Herr Roboter. Und hier sehen wir jetzt aber auch schon mal ein paar Aspekte des Spiels. Also es gibt Stats und so weiter, es gibt Skills, die man ausbauen kann. War damals schon richtig cool gemacht. Es gibt ein Inventar und so weiter. Man kann sich verschiedene Sachen auch einsetzen. Man kann das Inventar auch erweitern. Ja, das ist ziemlich cool. Und das wird später noch sehr umfangreich. Aber wie gesagt, dazu später mehr. So, ja. Ich glaube, wir beherrschen den Übergang jetzt. Wir müssen ja nur Tab drücken. Gut. Gehen wir mal weiter. Um Objekte aufzuheben, bringen Sie diese in die Bildschirmmitte und rechtsklicken darauf. Nun wird das Objekt automatisch in Ihr Inventar gebracht. Um Ihr Inventar zu sehen, drücken Sie die Tabulator-Taste. Sie können durch links klicken und ziehen, Objekte in Ihrem Inventar verschieben. Um ein Objekt fallen zu lassen, ziehen Sie es auf die 3D-Sicht und lassen die Maustaste los. Awesome! Okay, eine Tüte Chips. Um Objekte wie Tasten und Computer zu benutzen, müssen Sie diese in Ihrem Sichtfeld zentrieren und die rechte Maustaste drücken. Alle verwendbaren Objekte sind von Klammern umgeben. Markieren Sie die Taste an der Säule und rechtsklicken Sie darauf. Dies aktiviert den Aufzug. Versuchen Sie es. Wenn Sie immer noch Ihre Inventaranzeige sehen, befinden Sie sich im Anwendemodus. Drücken Sie die Tabulator-Taste, um zum Schussmodus zurückzukehren. Ja, man merkt schon, die Tutorials waren früher noch wesentlich umfangreicher. Hier wird ja quasi alles erklärt. Oh mein Gott. Das Objekt vor Ihnen ist eine Serumspritze. Heben Sie diese auf und drücken Sie die Tabulator-Taste, um in den Anwendemodus zu kommen. Wenn Sie auf die Spritze rechts klicken, wird sie eingesetzt und gibt Ihnen einige Hitpunkte zurück. Ihre Hitpunkte werden durch eine Balkenanzeige links unten dargestellt. Sie können viele Objekte in Ihrem Inventar durch Rechtsklicken benutzen. Ja, da spritzen wir uns mal ein Serum und werden geheilt. Sehr schön. Ah. Weiter geht's. Sehen Sie die Kiste da vorne? Um sie zu durchsuchen, bringen Sie sie in Bildschirmmitte und rechtsklicken darauf. Wenn Sie im Anwendemodus sind, bewegen Sie einfach den Cursor auf die Kiste und rechtsklicken Sie.
Um ein Objekt aus einem Behälter herauszunehmen, links klicken Sie darauf. Das Objekt erscheint dann automatisch in Ihrem Inventar. Um das Behälterfenster zu schließen und in den Schussmodus zurückzukehren, drücken Sie die Tabulator-Taste. Nein, hast du nicht gesehen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Eines Ihrer wichtigsten Werkzeuge, Soldat, ist Ihr PDA. Dieses Gerät speichert Audiologs, E-Mails und andere wichtige Informationen. Klicken Sie auf das Diskettensymbol am unteren Bildschirmrand, um den PDA aufzurufen. Im Moment ist Ihr PDA noch leer. Heben Sie jetzt das vor Ihnen liegende Audiolog auf. Diese Nachricht kommt von dem Audiolog, das Sie gerade aufgehoben haben. Sie können mittels Ihres PDA jederzeit ein Audiolog oder eine E-Mail abspielen, die Sie erhalten haben. Im Feldeinsatz dient der PDA auch dazu, Ihre Einsatzaufgaben zu speichern und Hilfsinformationen aufzurufen. Ja, und diese PDAs sind ein großer Teil oder machen einen großen Teil der Atmosphäre auch aus hier in System Shock 2, weil hier ziemlich viele Geschichten auch erzählt werden und teilweise richtig atmosphärisch auch quasi erzählt werden, und das zieht einen dann so richtig rein in diese Welt. Und das hat mir damals schon gefallen und es gefällt mir auch jetzt schon wieder. Jetzt lernen Sie, wie man springt und klettert. Um zu springen, drücken Sie einfach die Leertaste. Sie können auf manche Oberflächen klettern, indem Sie die Leertaste gedrückt halten. Sie können auf Vorsprünge und andere hochgelegene Positionen klettern. Versuchen Sie es doch einmal. Oh mein Gott, ich bin gerade auf einen Block geklettert. Yeah, awesome. Um eine Leiter hochzusteigen, laufen Sie einfach darauf zu und sehen nach oben. Nun steigen Sie automatisch hoch. Ich steige hoch. Hoch. Okay. Ach, das war's schon? Na gut, dann ab zum Ausgang. Gut gemacht. Denken Sie daran, dass Sie das Training beliebig oft wiederholen können, falls Ihnen noch etwas unklar sein sollte. Ja, mir ist durchaus noch was unklar. Nicht. Ja, sehr ausführlich. Das war aber jetzt nur die Grundausbildung. Jetzt kommen wir ja noch zum fortgeschrittenen Training. Mal schauen, was uns da erwartet. Wenn Sie die Grundausbildung beendet haben, können Sie hier mit den fortgeschrittenen Lektionen anfangen. Dabei machen Sie sich mit den drei Hauptbereichen des Militärdienstes vertraut. Waffentraining, Technikausbildung und Schulung der PSI-Kräfte. Gehen Sie zum jeweiligen Cyberterminal, um sich im gewünschten Bereich ausbilden zu lassen. Wenn Sie das Training in den drei Fachbereichen abgeschlossen haben, können Sie weiter zum Rekrutierungszentrum, um mit Ihrer militärischen Karriere zu beginnen. Yeah, so einfach ist das hier. Man macht ein paar Ausbildungsgänge und dann kann man schon... Yeah. Na gut, Sie Anfänger. Falls Sie erfahren wollen, was man über Waffen wissen will, bevor man zu den Marines kommt, treten Sie näher. Wir suchen einige gute Männer. Ja, mein Freund, ich bin der Beste. Oh, Waffen, Ballern. Willkommen an Bord. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie man mit Feuerwaffen umgeht. Heben Sie die Pistole und das Magazin vom Tisch auf. Sie können die Waffe auf zwei Arten aktivieren. Rufen Sie Ihr Inventar auf und ziehen Sie die Pistole in das Waffenfeld rechts oben. Falls das zu langsam ist, können Sie auch Tastaturkürzel verwenden. Drücken Sie 2. Wenn sich die Pistole in Ihrem Inventar befindet, wird sie automatisch aktiviert. Um die Munition zu laden, drücken Sie R oder klicken auf die Nachladetaste unten rechts. Sobald Sie die Waffe geladen haben, schießen Sie auf den Zielroboter, indem Sie im Schussmodus die linke Maustaste drücken. Sie sehen, wie seine Gesundheitsanzeige kürzer wird, je öfter Sie ihn treffen. Ja, ihr habt es gerade vielleicht gehört, ich hämmer die ganze Zeit auf R, aber es passiert nichts. Oh. Mal schauen, wieso passiert nichts. Nachladen. Was? Was habe ich denn hier belegt? So, du musst das doch sein. Oh, Brett. Kacken. So. Jetzt aber. Jawohl. Lass ballern. Awesome. Diese grafischen Effekte. Ich bin absolut überwältigt. Manche Objekte müssen aufgeladen werden, bevor man sie benutzen kann. Heben Sie die Laserpistole auf. Aktivieren Sie jetzt die in der Nähe befindliche Aufladestation. Die Ladestation wird alle stromverbrauchenden Objekte aufladen, seien es Waffen oder Batterien. Ist ja cool. Und ballern. Ah, okay, die hat jetzt auch keinen Rückstoß. Macht da vermutlich auch nicht so viel Schaden. Okay, weiter geht's. Waffen sind nicht wie edler Wein. Sie werden nicht mit zunehmendem Alter besser.
Der farbige Punkt rechts unten zeigt Ihnen den Zustand Ihrer Waffe an. Grün ist gut, rot ist schlecht. Um Abnutzungseffekte zu beheben, kann ein Soldat mit Wartungsfähigkeiten mittels eines Wartungswerkzeugs den Zustand seiner Waffe verbessern. Nehmen Sie einfach das Werkzeug, öffnen Sie Ihr Inventar und ziehen Sie das Werkzeug auf die Pistole. Denken Sie daran, dass Wartungswerkzeuge nur je einmal eingesetzt werden können. Ist euch gerade aufgefallen, der hat voll so den den harten Ton drauf. Ja, warten Sie. Wissen Sie, dass das man nur einmal verwenden kann und hier macht sie dieses und jenes und heben Sie jetzt das auf. Ah, oh, hier waren wir schon. Ja. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch im... Was? Ah, okay. Noch eins. Yeah. Deswegen sind wir auch jetzt im Waffentraining, da ist das alles ein bisschen militärischer. I like. Gut gemacht. Jetzt sind Sie bereit für die Marines. Sehen Sie sich die anderen Trainingsbereiche an, bevor Sie sich verpflichten. Vielleicht nützt Ihnen das später. Yippie, ich könnte ein Marine werden, aber wir wollen natürlich auch noch die Technik. Hier zeigen wir Ihnen die Grundlagen der technischen Fähigkeiten, die Sie in der Navy brauchen werden. Sehen. Ich hasse es, wenn diese NPCs mir immer reinlabern hier. Mensch! So, mal schauen. Hier, Technik. Willkommen. Wenn Sie am Cyber-Terminal sind, geben wir Ihnen ein temporäres Cyber-Interface und die Fähigkeiten, die Sie während des Trainings benötigen. Allerdings verschwinden diese danach sofort wieder. Also den mag ich schon lieber, der ist jetzt hier nicht so, ne, Drill Sergeant, sondern... Das Objekt vor Ihnen ist ein Nanitenbehälter. Naniten werden bei technischen Aufgaben wie Hacken oder Reparaturen verbraucht. Wenn Sie den Nanitenbehälter aufheben, erscheinen diese nicht im allgemeinen Inventar, sondern werden im Anwendungsmodus links unten am Bildschirm angezeigt. Gehen Sie jetzt zur Tastatur bei der Tür, um das Hacken zu versuchen. Aber er unterbricht mich genauso. Ich sollte vielleicht hacken. Sie verwenden eine Tastatur, indem Sie darauf rechts klicken. Rechts von der Tastatur befindet sich die orangefarbene Hacktaste. Links klicken Sie darauf. Nun erscheint Text, der die Schwierigkeit des Hackens und eventuelle Bonuspunkte anzeigt. Klicken Sie auf Start, um mit dem Hacken zu beginnen. Sie sehen ein Raster aus Knotenpunkten. Wenn Sie einen Knoten anklicken, wird er entweder hell oder dunkel. Um das Hacken erfolgreich abzuschließen, müssen Sie drei helle Knoten mit einer geraden Linie verbinden. Vorsicht bei den rot umrandeten Knoten. Dies sind Cyber-Abwehrknoten. Und wenn einer davon dunkel wird, ist Ihr Hacken automatisch gescheitert und in manchen Fällen zerstören Sie das Objekt, an dem Sie arbeiten. Oder es passiert sogar noch Schlimmeres. Sie können jederzeit den Hackversuch erneut starten, indem Sie die Neustart-Taste drücken, wobei Sie dann wieder Naniten bezahlen müssen. Je, yeah. Hilfe! Was? Nein! Oh mein Gott. Was soll denn der Scheiß? Ja, Also das ist so eines der vielen Minigames, die man so machen muss. Ich erinnere mich wieder. Die Erinnerungen kommen zurück. Sie können mit Hilfe von Naniten Objekte in Replikatoren kaufen. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Um Replikator zu benutzen, rechts klicken Sie darauf und links klicken Sie dann auf das gewünschte Objekt. Das gekaufte Objekt fällt dann in den Ausgabeschacht. Denken Sie daran, dass Sie Value-Rap benutzt haben. Yeah! Ich habe gar Munition gekauft. Für eine Waffe, die ich nicht mehr habe. Sie haben die Grundlagen der technischen Fähigkeiten erlernt. Im Laufe Ihrer Karriere werden Sie noch weitere Fähigkeiten erwerben, wie etwa die Reparatur von Objekten und das Modifizieren von Waffen. Das Cyber-Interface für diese Fähigkeiten ähnelt dem Hacking-Interface. Bevor Sie sich für die Navy verpflichten, sollten Sie die anderen Trainingskurse ausprobieren. Das kann nicht schaden. Genau, das denke ich auch. Deswegen gucken wir uns jetzt noch die Psi-Kräfte an. Das Technik-Tutorial war jetzt ein bisschen kurz, aber na gut. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Kraft Ihres Geistes die Welt beeinflussen. Lassen Sie nicht zu, dass Furcht Ihren Pfad blockiert. Oh, eine Dame. Wie angenehm. Wir haben Ihnen ein temporäres Interface und die zeitweilige Fähigkeit gegeben. Die rote Anzeige links unten stellt Ihre PSI-Punkte dar. PSI-Punkte symbolisieren Ihre derzeitige Fähigkeit, PSI-Kräfte einzusetzen. PSI-Spritzen verleihen Ihnen PSI-Punkte. Setzen Sie eine PSI-Spritze ein und sehen Sie, wie Ihr PSI-Punktwert steigt. Wenn Sie den Maximalwert erreicht haben, können Sie zur nächsten Station gehen. Okidoki. Oh ja, noch mehr. Ein PSI-Amp verstärkt Ihre PSI-Kräfte und ermöglicht es Ihnen, diese in der Welt einzusetzen. Um den PSI-Amp zu aktivieren, müssen Sie ihn aufnehmen und dann das Gradzeichen drücken. Wenn Sie den PSI-Amp abfeuern, wird die momentan gewählte PSI-Kraft eingesetzt. In dieser Simulation verfügen Sie über zwei PSI-Kräfte, Kryokinese und kinetische Umlenkung.
Gehen Sie in den Anwendemodus und klicken Sie auf die Pfeile rechts unten am Bildschirmrand. So gehen Sie die verfügbaren PSI-Disziplinen durch. Wenn Sie die Pfeile über der Nummer auf der linken Seite anklicken, können Sie später PSI-Kräfte höherer Stufen auswählen. Setzen Sie die Kryokinese dazu ein, den Roboter zu zerstören, und ziehen Sie den Nanitenbehälter mittels kinetischer Umlenkung zu sich hin. Vorsicht! Wenn Sie die Maustaste gedrückt lassen, verstärkt das die Kraft. Aber wenn Sie das zu lange tun, brennen Sie durch. Wenn Ihnen die PSI-Punkte ausgehen, setzen Sie eine weitere PSI-Spritze ein. Gut, ich möchte das aber nicht aufheben, weil ich weiß nicht, ob ihr das im Video dann noch lesen könnt, aber hier oben steht ein illegaler Psionik-Verstärker. Der ist illegal. Na gut, aber es wurde mir befohlen. So, außerdem, wenn ich das zu lang mache, dann habe ich ein Burnout. Was? Wie? Ich hätte aufpassen sollen, was die mir erzählen, ne? Muss ich das jetzt hier... Okay, und hier kann ich umstellen und dann... Bam! In your face! Okay, alles gut. So. Und mit... Genau, mit den F-Tasten kann ich hier umstellen. Dann ziehen wir mal die... Komm zu Papa. Danke. Was? Noch mal einer. Oh, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, nein, tun wir nicht, weil der sowieso weg ist. Ja, Psi. Das war Psi. Die Beherrschung des Geistes ist ein langsamer Prozess, der sich aber lohnt. Kehren Sie zu diesem Bereich zurück, wenn Sie ein weiteres Training benötigen. Bevor Sie sich für die OSA melden, sollten Sie sich auch die anderen Trainingskurse ansehen. Gut, die anderen haben uns ja jetzt schon angeguckt. Ich möchte mir das Psy-Training nicht nochmal ansehen, weil ich glaube, das kann ich mir alles merken, was ich da gerade gelernt habe. Hier entscheiden Sie sich, Soldat. Sie verpflichten sich für eine der drei Waffengattungen. Sobald Sie sich für eine entschieden haben, gibt es kein Zurück. Ein Shuttle bringt Sie zu einer UNN-Orbitalstation, wo Ihnen Ihre jährlichen Dienststellen vorgestellt werden. Viel Glück. Gut, was wollte ich gerade noch sagen? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall müssen wir uns halt jetzt entscheiden. Und je nachdem, welchen Weg wir nehmen, gehe ich mal stark davon aus, starten wir halt dann mit anderen Skills. Also die Marines, das sind halt die Ballertypen. Navy ist mehr so auf Technik und OSA ist halt so Psi. Schwere Entscheidung. Man kann das Spiel durchaus mit allen drei Wegen lösen. Also nur mit einem der drei Wege. Man kann halt auch eine Mischung wählen. Ich finde jetzt persönlich Marines wäre jetzt eigentlich zu Standard. Ja, das ist so immer voll drauf. OSA ist mir ein bisschen zu abgefahren, dieses Psy-Zeug. Ich glaube, ich entscheide mich für die Navy. Ich nehme den Techniker. So, da befinden wir uns auf der Orbitalstation. Hallo. 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 Sie sehen etwas müde aus. Sie sollen sich auch schlafen legen, so wie Ihr Kollege auf dem Planeten. Ja. So. Ja, 1. Vorsicht. Ah, unendliche Pixelweiten. Ja. Oh, hi. Willkommen auf der Raumstation Chesapeake Bay, Matrose. Sieht aus, als hätten Sie in der Grundausbildung auf Coronado Island etwas über konventionelle Waffen gelernt. Jetzt beginnt Ihr Dienst. Sie werden in den nächsten 4 Jahren an 4 Dienstorte versetzt. Die Navy lässt Sie pro Jahr zwischen 3 verschiedenen Dienstorten wählen. Das kann Ihre Karriere beeinflussen. Also wählen Sie mit Bedacht. Gehen Sie zu den Shuttle-Hallen und sehen Sie, was Ihnen bevorsteht. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen zusagt, begeben Sie sich in die entsprechende Halle. Okay. Gut, so. Es ist so gefährlich hier, wenn ich jetzt zu reden anfange, dann labert mir wieder irgendjemand dazwischen. Das ist gerade echt doof. Ich weiß, das ist auch für euch jetzt gar nicht so cool. Und deswegen gibt es hier auch eine Doppelfolge. Aber gut. Atmosphäre. So, wo wollte ich jetzt... Ich wollte noch was sagen.
Genau, wir müssen uns jetzt quasi, wir können uns jetzt viermal für etwas entscheiden und dadurch eben dann unsere Skills beeinflussen, die wir dann im richtigen Spiel, sag ich jetzt dann mal, haben, in der richtigen Story. Das ist jetzt alles noch so Vorarbeit. Wir erstellen jetzt quasi gerade unseren Charakter. Und ja. Die UNN Lucille sucht nach Freiwilligen für die Militärpolizeiabteilung. Die Raummatrosen können auf diesen jahrelangen Flügen ganz schön obsessiv werden, also brauchen wir einen harten Kerl. Genau, und da oben links stand jetzt gerade wieder, welche Boni mir das gibt. Das war jetzt hier eins auf Modifizieren und eins auf Stärke. Sei doch mal ruhig. Die Raummatrosen, die UNN Lucille sucht nach einem zweiten Ingenieur, der die Hauptenergiesysteme des Schiffs am Laufen hält. Das ist keine einfache Aufgabe, aber sie werden eine Menge über moderne Systeme lernen. Die UNN Lucille sucht nach einem Offiziersanwärter, der sich mit den Navigations- und Datenkontrollsystemen vertraut machen will. Sie werden einiges über moderne Technologie lernen, müssen sich aber auch ganz schön anstrengen. Gut, also jeder dieser Wege gibt jeweils plus 1 Stärke und hier bekommen wir plus 1 auf Modifizieren, was wir dann später für Waffen brauchen, damit wir die entsprechend, denke ich mal, modifizieren. Aber wir haben noch keinen Tab, nicht? Oh. Ich glaube, Modifizieren war das mit den Waffen, dass wir die verbessern können oder eben aufwerten können. Hier bekommen wir Reparatur, das heißt, wir können Waffen und Gegenstände besser reparieren. Und was war das hier? Die UNN Lucille sucht nach einem Offiziersanwärter, der sich mit den Navigations- und Datenkontrollsystemen vertraut machen will. Sie werden einiges über moderne Technologie lernen, müssen sich aber auch ganz schön anstellen. Bla. Also eins auf Hack, dann können wir leichter hacken, aber wir wollen ja nicht hacken, wir wollen ja mehr so... das ist jetzt schwer. Ich entscheide mich jetzt mal für das hier, weil ich glaube, plus 1 modifizieren ist gar nicht so schlecht. Die UNN Lucille sucht nach Freiwilligen für die Militärpolizeiabteilung. Raummatrosen. Februar 2112. Ihre Dienstzeit an Bord der UNN Lucille ist vorbei. Sie haben dort ein produktives Jahr verbracht, haben aber nicht allzu viele Freunde. Sie verbrachten ihre Zeit damit, ihren Körper zu stellen, betrunkene Hundoffiziere ins Sunny-Zentrum zu schleppen und vor allem im Waffenarsenal, wo sie mit den schönen Spielsachen spielten. Sie haben plus 1 Modifizierung und plus 1 Stärke hinzugewonnen. Yeah! Jahr 2. Gut, dann dürfen wir uns jetzt nochmal entscheiden. Wie gesagt, das Ganze machen wir viermal. So, mal kurz ablaufen. In Laverne, Florida, befindet sich die beste Taktiktrainingsschule der Navy. Sie ist vielleicht nicht so berühmt wie die Schule des Marine Corps in Fort Bush, aber man kann hier eine Menge lernen. Gut, hier bekommen wir bloß 2 konventionelle Waffen. Die UNN Pierce bringt befreite politische Gefangene von einem Straflager beim Saturn zurück. Die Pierce hat eine Gruppe Marines an Bord und benötigt Matrosen, um die Waffen an Bord zu laden, zu verwalten und zu warten. Hier erhalten wir plus 1 Wartung. Die UNN Carfax soll einen neu entdeckten Kometen der Klasse B im äußeren Sonnensystem untersuchen. Sie werden auf diesem kürzlich in Dienst gestellten schweren Kreuzer einiges über moderne Navigationssysteme lernen. Und hier bekommen wir plus 2 auf Cyberwerk, glaube ich, war's. Ich tendiere wieder zwischen diesen beiden. Hier bekommen wir plus 2 auf eben konventionelle Waffen, also auf, glaube ich, mal Pistolen und sowas. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Und hier eben auf Wartung. Ich bin aber jetzt gerade verwirrt, weil vorhin hatten wir hier Reparatur und jetzt haben wir Wartung. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Wartung der Wert ist, mit dem man quasi es verlangsamt, wie schnell die Waffen quasi kaputt gehen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. So, aber wobei das nicht schlecht ist, weil die Waffen, wenn ich mich da recht entsinne, doch ziemlich schnell immer kaputt gegangen sind. Wir nehmen jetzt mal das hier. Die UNN Pierce bringt befreite politische Gefangene von einem Straflager beim Saturn. Februar 2113. Ihre Dienstzeit an Bord der UNN Pierce ist vorbei. Das Jahr has concluded. Spitze. Das Jahr verlief reibungslos, bis auf die Tatsache, dass einer der sogenannten Gefangenen ein Spion war. Vor und nach seiner Hinrichtung lehrten sie von einem der lebenslänglichen an Bord eine Menge über Waffenwartung. Sie haben plus 1 Wartung hinzugewonnen. Ja, sehr, sehr schön. Das Jahr has concluded. Jahr 3. So, mal schauen, was wir diesmal zur Auswahl haben. Die Navy empfiehlt allen ihren Mitgliedern, ein Schwerelosigkeitstraining durchzumachen. Ein Jahr an Bord der erdumkreisenden Raumstation Yamamoto dürfte mehr als genug sein. Hier bekommen wir plus 2 Aufwendigkeit.
Die Navy hat eine Überlebenstrainingsschule auf der Oberfläche von Io, dem dritten Jupitermond. Plus die beste Methode, um Ausdauer und Überlebensfähigkeiten zu steigern. Minus 21,2% überleben es nicht. Gut, hier bekommen wir plus 2 auf Ausdauer. Die Marie Curie Forschungsstation der Navy auf Aquinas 4 untersucht momentan einen neuen Weltraumvirus, der 220.000 Einwohner von New Atlanta tötete. Um die Quarantäne aufzuheben, müssen wir erst feststellen, wie der Virus die Mikronanitenschutzschilde der Stadt durchdringen konnte. Und hier gibt's plus 1 auf Forschung. Forschung brauchen wir später, um Sachen, die wir finden, zu erforschen und dann eventuell zum Beispiel mehr Schaden an den Monstern zu machen oder ja, Waffen zu verbessern. Das würde ich jetzt schon reizen. Hier haben wir 2 Ausdauer und hier 2 Wendigkeit. Ich weiß gerade nicht, wofür ich Wendigkeit brauche. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man schneller läuft. Keine Ahnung. 2 Ausdauer, glaube ich. Ausdauer ist irgendwas mit, dass man mehr tragen kann, oder? Keine Ahnung. Ich würde jetzt ganz spontan aus dem Bauch heraus plus Forschung nehmen. Und das mache ich auch. Die Marie Curie Forschungsstation der Navy auf Aquinas 4 untersucht momentan. Ja, man soll ja immer seinem Bauchgefühl quasi trauen. Das habe ich jetzt hier mal getan. Somit haben wir jetzt alles quasi einmal benutzt und jetzt sind wir dann im Jahr 4 und entscheiden uns das letzte Mal, bevor wir dann auf die weiterversetzt werden auf ein Raumschiff. 9. Februar 2114. Ihre Dienstzeit auf der Forschungsstation Marie Curie ist abgeschlossen. Toll, wie Sie die Katastrophe überleben, Matrose. Als diese Verdammt, was ist los? Als die Saboteure die Schutzverriegelungen lösten und den Virus in die Klimaanlage einspritzten, waren sie einer der wenigen, die sich in Sicherheit bringen konnten. Bevor alles zusammenbrach, lernten sie noch einiges zum Thema Forschung. Sie haben plus 1 Forschung hinzugewonnen. Oh, gut. Okay. Soldat, Ihr Antrag zwecks Verlegung auf die Rickenbacker wurde genehmigt. Melden Sie sich am 9.01.14 um 0400 in Port Francisco auf der Shuttle Mayfair. Sie werden an einer historischen Mission teilnehmen. VBD.